Hallöchen und willkommen zu einer weiteren Ach, leck mich doch. Zu einer weiteren Ach, leck mich doch. Und zwar kommen wir hier auch nicht lang, weil... Was passiert, wenn ich einfach weiterlaufe? Ja, ich hab die Antwort. Ach, ist doch nicht dein Ernst, Alter. Das ist ja uralt, urweit weg. Meine Leiche liegt noch da mit Stuff, ja. Alter, wo ist denn das? Da oben. Aha, ja gut, da war jetzt glücklicherweise nichts Wertvolles. Okay. Das Problem ist, ich brauche eine Gasmaske. Die werde ich mir craften können. I think. Ein seltener Kompakt, aber ich Titan. Das könnte aber höchstens hier oben sein. Motorradhelm. Ich denke aber nicht, dass wir jetzt da schon... Ich denke nicht, dass das ein normales Item sein wird. Weil normalerweise sind die ganzen Quest-Items immer separat gewesen, so wie hier die Beutel oder hier die Items, Raketentürme, Baupläne. Da bin ich jetzt etwas überfragt, tatsächlich. Was ist eine Zeitschlosskiste? Ich könnte mir vorstellen, dass es das sein wird. Dass wir hier eine Gasmaske finden werden. Das sieht nämlich, das sieht mir viel zu suspekt aus. Als dass dort nichts wäre. Das heißt, unsere Aufgabe ist jetzt... Oh, da sehe ich noch einen Gegner. Wie kann denn das sein? Und ich sehe noch ein Kochfeld. Kann denn sein, dass da noch ein Gegner ist? Ist dort einer mit einer Gasmaske erschienen, die ich ihm runterreißen kann? Ja, bedauerlicherweise brauche ich tatsächlich jetzt erstmal ein bisschen Holz. Ist aber irgendwie uncool. What? Kann ich nicht kaputt... Passieren, dass hier noch kein Dings tot war. Ja, dass hier noch nicht jeder tot war. Was wir ja machen können, ist ja, wir können uns mal diese... Wenn wir diesen tödlichen Sender noch nicht installieren können... Mal dieses Statistik-Ding da reinhauen. Ja gut, meine Leiche, die lässt ja liegen. Aber die nervt mich auf der Map, ne? Scheiße. Wunschpunkt plus 3. Okay, ich hatte schon mal einen Wunschpunkt plus 2. Dann ist der Titel in der letzten Folge, muss ich ihn wieder abändern tatsächlich. Ich habe nämlich reingeschrieben, erster Wunschpunkt plus 2. Das ist ja dann eine Lüge. Und lügen möchte ich natürlich nicht. Und dann können wir doch mal uns diesen Wunschbrunnen reinziehen, was er jetzt haben möchte. Fünf Schrott, drei Zwiebeln, zwei Metall. Aha, jetzt wollen die also noch hier hässliche, hässliche Dings haben. Verarbeitungsmaterialien oder wie? Stahl habe ich jetzt genug. Ich denke, wir werden uns den legendären Lachs holen. Oder die braunen Pilze. Lachs habe ich nicht genug davon. Ich habe irgendwie noch... Oh ja, nimm damit. Was soll's. Letztes ist ein plus 4. Okay, krass. Ich weiß gar nicht, wie das Maximum ist. Schauen wir mal. Dann wollen wir mal herausfinden. Nicht cool. Wo kriege ich das Gasmaskchen her? Wir könnten hier auch den Obelisken kaputt machen. Wobei, das war doch der mit den Hunden, oder? Ich glaube, das war eine tektonische Spalte. Ich glaube, das war der mit den Hunden. Die gefällt mir jetzt nicht so sehr. Gut, lass uns erstmal, um meine Theorie zu bestätigen... Immer noch ein bisschen Holz haben. Wir kommen nicht drum herum tatsächlich. Ich weiß gar nicht genau, wie viel wir brauchen. Aber wir können es ja erstmal einen Auftrag geben. Und in der Zeit dann kann ich ein bisschen weiter... Ich laufe da weg. Kann ich ein bisschen weiter Holz sammeln, während das verarbeitet. Schauen, wie viel Bauholz wir jetzt schon rauskriegen.
nach Lunatica. Let's go. 14. Tag morgen. Oh, da liegt noch Eisen da drin. Als ob ich das nicht mitgenommen hätte. Ist klar. So, wir geben das hier rein. Und das hier auch. Aber auch nur 5. Okay. Dann habe ich genug. Dann habe ich nichts gesagt. Und wir werden in der Zeit, weiß ich nicht, weiter... Komme ich da durch? Nee, ne? Ich komme da nicht durch. Man kann auch alle Pflanzenreste kaputt machen. Man kann ja einfach alles kaputt machen im Game. Das ist so geil. Das ist ja ultra, ultra Knorke ist das. So, hier brauchen wir das wieder dafür. Es gibt auch so viele wertvolle Items. Nicht nur den Schrott, den wir am Anfang bekommen hatten. Man ging ja wirklich über Stahl und alles. Deswegen Stahl brauche ich eigentlich nicht mehr auswählen. Stahl ist jetzt keine Ressource mehr, die wertvoll ist. Außer wir brauchen sie später für Titan. Wenn wir das herstellen können, müssen, wie auch immer. Dann sicher. Aber so. Das wird doch an der falschen Seite rausgehauen. Scheiße. Muss ich also nochmal drehen, das Ding. Wenn das geht. Also wie viel Stuff ist hier. Wie viel wertvollen Stuff es hier einfach gibt, ne? Immer wenn was viel Leben hat, weiß ich, okay, da ist mega viel cooler Zeug, cooles Zeug drin, ne? Cooler Zeug. Ah, ist alles Metall. Ich hätte gerne Holz. Und wir kriegen XP natürlich dafür auch noch. Wir kriegen ja auch immer XP für alles. Hier war der Ghoul drin gewesen, ne? Dieser kreische Ghoul. Na gut, wir haben glücklicherweise genug Range, dass wir das mitbekommen. So, ein bisschen was abgeerntet von dem ganzen Zeug, was hier rumliegt, während das Holz produziert wird. Wir müssen das natürlich mitnehmen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich eigentlich hatte. Gucken wir gleich mal. Vielleicht haben wir auch schon 6. 3000 ungewöhnliche Materialien angelangt, plus 10.000 XP und wir haben ein neues Level up. Sehr schön. Wir brauchten 6 davon. Jagdgewehr und haben wir eine Gasmaske? Na toll, jetzt packe ich das wieder rein, ne? Lass uns das kurz machen. Ja, ich weiß. War irgendwie dumm. Aber erstmal gucken wir. Fische, Angelgeschwindigkeit, Pflanzenwachstumsgeschwindigkeit. Nö. Ich könnte die Angelgeschwindigkeit erhöhen, oder? Oder das hier. Doppelte Chance beim Sammeln finde ich tatsächlich nicht schlecht. Das haben wir jetzt auch auf Maximum. Was ist zu verbessern? Machete würde auf 50 Schaden gehen. Splittergranaten können wir verbessern. Let's go. Durchtrieb habe ich ja auch dabei. Dann brauche ich Bauholz dafür. Will ich jetzt nicht unbedingt benutzen. Schlafsack. Okay. Erfinden und herstellen. In Jagdgewehr. Kann ich sogar herstellen. Halbautomatische Schusswaffe. Hauptsächlich für die Jagd. Anzahl Verwendung wird am Lagerfeuer wieder aufgefüllt. 75 Stichschaden. 4 Anwendungen. 10 Bauholz, 10 Stahl, 30 Mana-Perlen. Ist jetzt nicht mein... Favorisierter Gegenstand. 32 brauchen wir dafür. Verteidigung Sandsäcke, seltener Kompakt. Naja gut, die habe ich beide noch aktiver Verfolgung. Nee, ich denke tatsächlich, die Gasmaske müssen wir woanders kriegen. Wohin jetzt? Ja, gute Frage, ne? Das ist eine exzellente Frage. Dann nehmen wir nur 5 mit, weil 1 oder 2 haben wir wahrscheinlich sogar noch hier. Ja, ich habe die ganzen Pflanzenreste und so konnte ich gar nicht mehr mitnehmen, weil... Ah, ich habe zu viel. Na ne, hier hinten habe ich auch ein bisschen kaputt gemacht. Ich habe einfach ein bisschen Langeweile gehabt. Geht auch relativ schnell tatsächlich. Aber zu zweit dann natürlich noch schöner. Wenn man das dann kaputt machen könnte. Okay, dann müssen wir jetzt nach Furore, ne? Nach Furore, da. Und hoffen endlich mal. Hoffen? Also ich gehe da wirklich davon aus, das ist super, super weird, dass dort diese... mal rechts raus, dass das dort ist und dass wir das da brauchen, als einzige Stelle, die ich noch nicht abgecheckt hatte. Also wenn da die Gasmaske nicht ist, muss ich sagen, puh, dann weiß ich nicht weiter. Aber ich bin mir wahnsinnig, wahnsinnig sicher, dass dort die Maßgaske, die Gasmaske liegen wird, ehrlich gesagt. Schauen wir doch mal. Das ist nämlich die gebeutelte Bucht und wir wissen ja alle, gebeutelt hat ja was mit Masken zu tun. Schauen wir doch einfach mal. Ich wette mein... ich will jetzt nicht sagen, dass ich meinen Arsch drauf verwette, aber... Da ist eine Quest. Stelle eine Gasmaske her. Lass uns erstmal kurz umgucken. Oh, da ein Radiosender, sehr schön.
now excavated estimated 5% of the Marne reserves. We already have more than enough. Da oben sehe ich wieder eine Angelstelle. Sehr schön. Die haben Mana gesammelt. Und den Rest haben sie netterweise für mich übrig gelassen. Oh, guck mal. Wir können natürlich auch die ganzen Häuser abbauen. Ich glaube, die bringen uns holzmäßig am effizientesten was, ne? Ah, zwei Stück sogar. Also können wir wirklich einfach die ganze Zeit die Häuser abbauen. Da ist ein Lagerfeuer, sehr nice. Na, hier wird definitiv die Grasmaske sein, bin ich mir absolut sicher. Ach, lass uns erst einmal angeln. Und schauen wir mal, wie die Angelgeschwindigkeit jetzt sein wird. Wir haben jetzt Ultra uns gepusht. Plipp, 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 plipp. Da war so zack, 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 zack. Ja, es ist schon okay, ne? Kann man schon sagen. Ist in Ordnung, die Geschwindigkeit. Somit verschwenden wir nämlich nicht mehr unnötig Zeit hier beim Angeln. Wir kriegen fast 500 XP pro Fisch. Das ist schon geil, oder? Heftig, heftig. Ist aber ordentlich, ordentlich XP. Also immer wieder ein kleiner Balken ist das. Na, die Frage ist, ob die Angel... Aber ich habe die anderen Angelstellen, glaube ich, nicht mehr refreshed gesehen. Also theoretisch dürfen wir tatsächlich nichts mehr bekommen. Keine neuen Angelstellen. Okay, let's go. Der Sensenmann naht. Das Dorf, in das du gekommen bist, scheint völlig ruhig zu sein. Das wäre vielleicht ein guter Ort, um dieses Fangzahngebiss auszuprobieren, den du hergestellt hast. Das du hergestellt hast. Setz das Fangzahngebiss ein. Alle, die elf nicht mehr Menschen, die schaffst es in 65 Sekunden. Okay, ich muss das erst anlegen. Ja, ist klar. Gut, dafür nehmen wir weg die Angelgeschwindigkeit und das Fangzahngebiss. Das geht erst am Lager, alles klar, weil ich mir nur 75% Lebenspunkte kriege. Das ist also eine Änderung meines Overlays und das geht nur am Lagerfeuer. 75% weniger Leben. Ich habe einfach nur 12,5 Leben. Ja, genau. Deswegen haben wir auch ganz viele kleine. Tatsächlich macht mir eher die Zeit Sorgen, ne? Wir haben noch. Ich weiß gar nicht. 40 Sekunden, okay. Ja, macht mir die Zeit doch keine Sorgen. Ach, hier unten ist auch noch einer. Finde ich voll scheiße. Also als der Blutrausch abebbt, folgt ein Moment der Klarheit. War das wirklich nötig? 40.000 XP schon okay. Aber das ist keine Gasmaske. Da geht mir jetzt so ein bisschen der Arsch auf Grund, als wie ich hier weiterkomme. So, erstmal machen wir das Ding wieder weg. Das finde ich voll scheiße. Da hatte ich meinen Angelköder gehabt. Das ist nicht so cool. Wir können jetzt erstmal alles hier auseinandernehmen, wenn wir Bock haben. Aber nicht so geil, ne? Oh, kaputt hier, kriegen wir gleich mit. Oh, nächstes habe ich suchen. Nicht, dass das erst wirklich mit der nächsten Stunde. Oh, gut, 32 haben wir ja gleich. Aber was mache ich in der Zeit? Alles abbauen. Einfach das ganze Ding hier abernten. Ja, moin. Das geht nicht, oder? Das kriege ich auch kaputt. Nice. Auch Holz, also morsches Holz zumindest. Mhm. Das ist ein Safe, ne? So, puh, okay. Tja. Das ist nicht so schön. Na, diese Baudinger brauchst du eigentlich nur, falls du noch keine Frequenz hast. Damit die Gegner nicht immer respawnen. Aber sobald du die Frequenz hast, brauchst du das im Prinzip gar nicht mehr. Ein bisschen Keramik noch. Sehr schön. Also meine Vermutung ist dann... Okay, leider habe ich mit meiner Vermutung hier nicht recht gehabt. Aber es war schon sehr weird, muss man sagen. Meine Vermutung ist ja dann wirklich auf Level 32 die Gasmaske. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil die Quest-Items hast du bisher nie levelabhängig gebraucht. Dann bin ich noch gar nicht reingekommen. Machen wir auf hier.
Aber was man hier so drin versteckt hat. Alles kaputt machen, let's go. Auch das Bett, alles weg hier. Oh, das Haus ist bezugsfertig. Ja. So, wieder volles Inventar. Sehr schön. Und nämlich XP dafür. Und XP brauchen wir. Plastik! Was kommst du her? Danke. Hm. Okay, dann lass uns auf der Map gleich mal gucken, wo wir noch was haben. Vielleicht lass uns auch mal unsere Leiche wiederholen. Gerne vorher mit Items ablegen. Und nochmal kurz ans Lagerfeuer ran. Aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das wirklich hier oben sein sollte. Ehrlich gesagt, nein. Verstehe. Also kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Werden wir uns überraschen lassen, es ist nicht mehr weit bis dahin. Eigentlich weiß ich halt nicht, wo ich hauptsächlich meine XP herkriegen soll. Müsste dann nur Items absammeln, ne? Und das ist jetzt irgendwie nicht so geil. Klar, kann man sicherlich machen. Wir können, ich bin der Meinung, wir können sogar beim Kronensender jetzt die eine Quest noch erledigen. Es kann auch sein, dass wir diese Quest jetzt machen müssen. Ich hoffe es nicht, ehrlich gesagt. Dann würde ich echt bescheuert werden. Dass wir jetzt diese komplette Sammlung, weil das ist unsere nächste, und das ist ja eine unserer Quests. Wir haben ja sonst noch Mythos-Tafeln, können wir auch mal anklicken. Boah, braucht man nicht. Das ist die Quest. Na, ich komme da, glaube ich, nämlich nicht ran, ne? War doch da. Ah, guck mal, wunderbar, das ist cool. Haben sie gleich vorher, oh, okay, waren noch schon ein paar Items gewesen. Haben sie gleich davor hingelegt. Sehr clever. Sehr gutes Spiel, wir können hier noch lang, aber ich glaube, hier wird es nicht allzu weitergehen. Ja. Ah ja. Da ist nix. Eine Sammlung kann ich vervollständigen, bin ich der Meinung. Wenn ich tatsächlich alle vervollständigen müsste, würde ich jetzt eine Weile, wahrscheinlich ohne euch dann sicherlich, einfach mal alles sammeln, was es haben möchte. Hätte ich jetzt wahrscheinlich auch kein Problem mit, weil ich finde das Game cool. Wir kriegen 4000 beliebige Gegenstände zerstören. Wir können uns ja auch meinetwegen an den Achievements orientieren. Vielleicht machen wir da jetzt einfach ein bisschen was. Vielleicht machen wir doch Zeitschlosskisten. Und ich muss natürlich zum Westeingang da oben. Nach Frore. Ich finde, wie gesagt, das Game ist ganz cool. Man wird ja wirklich mit allem, mit mega viel belohnt, wenn man hier irgendwas macht. Finde ich. Na, wir können ja die ganzen Stahldinger abernten. Wir können Holz abhacken. Wir können da, je nachdem, was die, was die Quests benötigt. Wir müssen nämlich da oben hin. Da farmt man sich sicherlich schon 1-2 Level zusammen, aber ich denke nicht. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Bisher war es nicht so gewesen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die jetzt damit einfach weiter. Was man da braucht, ist schon wirklich krass viel Stuff. Und das Game hat bisher nicht so ausgesehen, als ob man hier extrem grinden müsste. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen. Lassen wir uns also einfach mal überraschen, wenn ich jetzt in die Arche reinlaufe und diese eine Quest, weil ich glaube, eine müssten wir erledigen können. Das wird nur eine Nebenquest sein. Dann können wir hier mal anfangen, alles abzuernten. Dann können wir alles reinmachen, dass wir die Erfahrung dafür kriegen noch. Wahrscheinlich würde ich dann einfach hier anfangen, alles abzuernten. Wie gesagt, das, was man braucht, sollte man dann abernten. Pflanzenreste und Co. Waffen gibt es hier drin keine. Das ist ein sehr diplomatischer Ort. So. Leck mich. Okay. Wir brauchen Eier und Dingensen. Okay, da haben wir nämlich das andere Stoff und Pflanzen. 1800 Pflanzenreste. Wir brauchen also immer noch, wir brauchen 6 Eier, insgesamt 20 und 40 Beeren. Wir brauchen noch wie viele Beeren? Das sind halt super viele. 26 Beeren hätte man doch mal die als Belohnung mitnehmen sollen. Das ist wirklich viel. Das ist super nervig. Was haben wir hier noch Schönes? Ja gut, das ist das, was ich nicht machen werde. Forget it. By harvesting the land, we were able to thrive. 400, 300 Keramik, 50 Bauern. Gut, 50 Bauern ist nicht das Schwierige.
Eieiei, okay, wir können diese Quest noch nicht abschließen. Dann brauchen wir jetzt noch Beeren und Eier. Das heißt, wir müssen in grüne Areale laufen. So, das ist kein grünes Areal. Hier unten ist ein grünes Areal. Aber da bin ich der Meinung, das alles schon mitgenommen, was da drin lag. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, muss ich sagen. Aber es ist so mein einziger Anhaltspunkt. Wir können mal kurz abchecken. Wir suchen hier mal, da ist Gas. War dort Gas? Ich bin der Meinung, dort war Gas. Lass uns trotzdem nochmal hingehen und gucken, ob dort wirklich Gas gewesen ist. Alles, was hier im Weg steht, alles wegmachen. Weg, 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 weg. Und Bären und Eier brauche ich noch. Ja, komme ich vorbei. Ich bin der Meinung, dort war Gas. Und das sieht man ja auch nicht unbedingt, oder? Oder war ja kein Gas? Doch, hier war Gas, ne? Bin ich mir sicher. Scheiße, scheiße. Okay, diese beiden Optionen sind keine Optionen. Okay, das ist dieses gräuliche dort. Bräunliche. Sonst gucken wir, wo wir hier weiter lang können. Aber ich bin der Meinung, wir haben alles. Kelchheim, Friedhof, Kelchheim, Geheimbasis G haben wir. Da ist eine Zeitschlosskiste. Oh, da muss man echt. Na gut, würde auch funktionieren. Das ist jetzt nicht so übertrieben schwierig. Hier war keine Angelstelle. Das interessiert mich. Es irritiert mich. So. Dann haben wir den Teil auf jeden Fall abgecheckt. Da ist nichts. Den Obelisken könnte man nutzen. Aber im Obelisk kriegt man halt keine Gasmaske als Belohnung. Auf jeden Fall müssen wir hier in dieses Areal, weil wir dort die entsprechenden Beeren und Eier bekommen können. Ich will trotzdem gucken. Hier, diese Insel irritiert mich. Warum komme ich da nicht hin? Besserungsanstalt. Hier war ich noch nicht gewesen. Da bin ich jetzt aber interessiert. Wir müssen wieder nach Borealis. Fuck, Mann, warum muss ich immer nach Borealis? Ich habe keinen Bock mehr auf Borealis. Ich war da jetzt schon tausendmal. Reicht langsam Borealis, oder? Auch hier, alles kann man mitnehmen. Alles kann man kaputt machen. Gut, das jetzt nicht. Da brauchen wir wahrscheinlich einen. Ist der Baseballschläger sinnvoller? Ja, ne? Greif mal ein bisschen schneller an. Okay, da liegt noch was, was wir mitnehmen können. Gasmaske. Nein, Pilzpfanne. Pilze sind die ideale Beilage zu einem Steak, da sie bereitwillig all die leckeren Säfte aufsaugen. Wir brauchen noch vier weiße Pilze dafür. Okay, wieder ein Rezept, was ich übersehen hatte. Faszinierend. Gibt sicher schon mehr Sachen, die ich übersehen habe. Aber das werden wir alles schon noch finden. Man macht die Kackholzzäune hier weg. Wie viel Erfahrung? Wir kriegen 56. Na, wir kriegen halt immer prozentual wahrscheinlich von Eis Eier. Oh? Wie O? Was O? Warum sagst du O? Ja, mal weiße Pilze. Ja, ist ja gut. Mal brauchst du das, mal brauchst du das. Ach, das ist super nervig, da haben wir wieder Eier. Dann haben wir die Eier gleich vollständig. Ja, leider nur eins, schade. Lass uns hier noch gucken, ob wir noch was haben. Bären brauchen wir. Und am besten da, wo ich vor kurzem war, weil ich da nämlich keinen Bock mehr hatte zu sammeln. Da will ich noch einige Sachen rumliegen. Aber es ist natürlich doof, dass wir das tatsächlich jetzt alles sammeln müssen, ne? Aber lass uns erstmal vielleicht. Ja, vielleicht werden wir erstmal auf 32 kommen. Wie sieht es denn damit aus? Wie viel XP kriege ich dafür? 378. Ja, dann lass uns ein bisschen Holz hacken, würde ich sagen. Bis wir Level 32 sind. Bisschen Pflanzenreste mit dem 56 XP. Und gucken, ob Gasmaske. Ob eine Gasmaske dort ist. Uns dort freigeschaltet werden könnte. Ist ja wirklich nicht mehr weit. Glücklicherweise haben wir 20.000 XP gerade bekommen gehabt. Und wie gesagt, wenn wir es mit 32 nicht kriegen, müssen wir tatsächlich die Quest beenden. Kann ich mir aber nicht vorstellen.
Dafür müssen wir dann sammeln und das würde ich dann wahrscheinlich erstmal ohne euch machen, dass ich einfach ein bisschen hier um die Welt rumlaufe, alles mitnehme, was geht. Aber ich denke nicht, dass das notwendig sein wird. Lasst uns erstmal ein bisschen hier... Angeln wäre ganz cool jetzt, glaube ich. Angeln wäre eine richtig schöne Sache, weil Angeln bringt mich immer richtig viele XP. Da haben wir auch schon wieder ein volles Inventar. Das kann ich so natürlich nicht stehen lassen. Das müssen wir gleich erstmal alles wegbringen. Pflanzenreste, haben wir noch ein bisschen Platz? So, weil wir werden einfach abhacken und dann später werden wir das Zeug hier alles holen. Wenn wir mal wieder... Weil ich habe jetzt gerne das zweimal ins Dings zu rennen. Okay, 100 Bäume gefällt, 7500 XP und Level Up. Und Gasmaske. Ein Schritt nach dem anderen, zu wahrer Größe, ein Stahlhelm. Ich kann mir das wie gesagt nicht vorstellen, ne? Das ist auch nicht... Das ist keine... Das ist nicht richtig. Und wir kriegen die Gasmaske auch nicht über... Über Level Ups. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass wir die Gasmaske über dieses extreme Grinden bekommen. Seriously. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wir gehen jetzt mal kurz den Stuff hier holen, der hier rumliegt. Dann zum Funkturm. Und dann müssen wir tatsächlich noch ein paar Bären absammeln. Oder wir können die Wunschbrunnen meinetwegen auch abchecken. Lass uns die Wunschbrunnen abchecken. Aber wir haben noch genug andere Dinge, die wir machen könnten. Wir hätten noch die Bunker, wo ich keinen Bock drauf habe. Wir haben die Wunschbrunnen, die ich jetzt wahrscheinlich mal abernten werde. Was ist das? Norden, ja? Okay, das ist Norden. Ich habe mich gerade auf der Map gewundert, was der Kompass da ist. Und wir wollten da nach Borealis, genau. Lasst uns nicht ablenken. Lasst uns nach Borealis. Und dort gucken, was hier hinten ist. Weil diese kleine Insel, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dort nicht hinkommen, ehrlich gesagt. Bisher war das Spiel immer so, jo, du kommst überall hin. Heißt, ich muss außen, aber da komme ich auch gar nicht lang, ne, merke ich gerade. Das hier habe ich schon mal tatsächlich nur... da ist ein Bäumchen, komm mal durch das Bäumchen durch. Schauen wir doch mal. Wir sind bei minus 20 Grad. Das halten wir noch aus, sehr gut. Oh, da ist noch ein Gebiet, was unbekannt ist für mich. Aha, wir können uns ans Lagerfeuer mal kurz den Stahlhelm angucken. Was wir da craften können jetzt. Aber oh, wenn ich das habe, muss ich das eigentlich tun, ne? Das ist erst 4. Sammler 5, dann wäre das erledigt. Aber wir nehmen den Tonspezialist mit. Viel zu wichtig. Der Stahlhelm, ja. Schaden abblocken plus 100, Schaden, 18%, Schadensablenkung plus 100. Brauchen wir allerdings Titan dafür. Okay. Dann schauen wir hier lang. Und wenn es dann immer noch nichts wird, müssen wir tatsächlich die Bunker weitermachen. Hier war irgendwo ein Bäumchen. Wo war denn das Bäumchen? Das hat mir so ein bisschen die Sicht auf was anderes verdeckt. War ein bisschen unheimlich. Hier kann ich auch noch alles... kochen, okay. Alles noch machen. Da oben muss ich hin. Jetzt muss ich mich erstmal wieder irgendwo hier durchwühlen. So, durch die Gefängniszellen durch. Kann ich alles noch kaputt... Warum steht hier ein Schrank im Weg? Ich kann alles hier kaputt machen. Das ist sogar... Kann ich das auch kaputt machen? Okay. Ja doch, Schaden auf 90. Bin hier wieder falsch. Da geht's lang. Da ist der Trakt. Der Wärter-Trakt. Ob wir da hinten hinkommen? Gute Frage. Schauen wir mal. Nö. Der Schaden auf 100. Ah, das wird doch garantiert weiß da hinten sein. Da oder da. Irgendwie muss man sicherlich auf die andere Insel noch rüberkommen. Ah, das ist ja ärgerlich. Mal hier nimm. Das ist ja sehr bedauerlich. Gibt es hier noch irgendwas Neues? Kommt ja vielleicht nochmal. Kann man den abluten irgendwie? Aber hier kann ich auf jeden Fall... Ach nee, war schon richtig, ich habe Baseballschläger. Das Ding mitnehmen. Oh, war gar nicht so viel drin.
So, eure Sportgeräte sind konfisziert. Meine. Einfach alles Ganze zerstören. Wie cool, wie einfach auch ein Mülleimer hier drin ist. Ja, ich werde doch mal ein Messer wegwerfen. Naja, hier nimm. Okay, was wir jetzt brauchen, ist halt wirklich diese. Also, ich weiß nicht, warum ich hier kaputt mache. Die Beeren. Die Eier sollten wir jetzt haben. Hier ein Untergeneralverdacht Stände redet. Na, hier haben wir auch noch was. Lass uns das mal noch freischalten hier. Okay. Das geht nicht. Gut, also Boreal ist wieder einmal zum dutzendsten Mal eine Sackgasse. Wir haben jetzt sechs, wir haben ja sechs CPUs. Theoretisch können wir damit, wir haben auch den Raketenturm gebaut, ne? Theoretisch kann ich jetzt auch einen Raketenturm damit bauen. Nee, habe ich nicht. Warum habe ich das nicht? Was habe ich denn gebaut? Ich weiß gar nicht, was ich gebaut hatte. Aber lass uns das vielleicht doch machen in der nächsten Folge. Weil ich sehe sonst keine. Ich werde erstmal die Bären sammeln. Vielleicht soll ich erstmal die Bären sammeln. Lass mich das machen. Das mache ich, denke ich, ohne euch. Werde ich die Bären sammeln, bis ich 40 habe. Die wir dann nutzen können in der nächsten Folge. Und wenn es dann nicht weitergeht und wir weiter sammeln müssen, dann werden wir erstmal die Bunker machen. Ich danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge, Leute. Bei Dismantle. Ciao, ciao.